Grüezi und willkommen in weiterer Folge von Kretolis. Ja, letztes Mal haben wir diese Statue geöffnet, eine kleine Labyrinth mit einer Wassermühle. Dort hinten ist es schon und jetzt machen wir hier auf diese schöne, gemütliche Bereich ja weiter. Falls ihr das Video euch gefällt, like da lasst und natürlich auch, wenn ihr keine Folge verpasst, empfehle ich für euch ein Abo da zu lassen. Ich möchte hier aufgenommen werden in Alchemie-Schule, also Schule für Alchemie. Alchemie. Alchemisten, jetzt sind wir noch Alchemisten. So, was gibt's hier zu sehen? Sieht auch schön aus. Was soll das darstellen? Okay. Wenn es mehrere von diesen gibt, sollte ich Ausschau halten. Ja, es gibt mehrere von diesen. Ey. Aber eins muss ich euch lassen. Das ist ein perfekter Garten. Das kann mit. Noch ein bisschen. Etwas so. Oder fällt noch. Hier brauche ich einen Schlüssel dafür. Aber hier ist noch eine. Hallo? Yes! Ja, jetzt kann man hinein! Ich freue mich schon. Hallo? Wow! Schriften! Da braucht es auch noch einen Schlüssel dafür. Da ist eine Schriftrolle. Werden wir natürlich noch ansehen. Und hier oben ist auch noch eine. Ja, okay. Ich will's doch mal. Da bin ich halt Spider-Man. Nein, Spaß beiseite. So. Schriftrolle. Der Schriftsteller der Mysterienschule. The kingdom of Atlantis is in disarray. But do they know that when the temple lies in ruins and technology is worshipped, indeed the kingdom will be in disarray? They have embraced that which they encompass in knowledge but lack in wisdom. And of them are those who believe in it. And of them are those who do not believe in it. Will they not use reason? The knowledge does not wrong the people at all, but it is the people who lack wisdom, who are wronging themselves. For them is brief enjoyment in Atlantis. Then we will observe, how was their end? The temple must be rebuilt. Okay. Wie zum Geier spricht man das aus? Ich versuche es mal. Pythia, keine Ahnung. Ich will mal sagen, Orakel. Mehr nicht weiter.
Das Königreich Atlantis liegt in Trümmer. Aber wissen Sie nicht, dass wenn der Tempel in Trümmer liegt und die Technik angebettet wird, auch das Reich in Aufruhr sein wird? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Sie haben sich das zu eigenen gemacht, was Sie an Wissen besitzen, was Ihnen aber in Weisheit fehlt, und unter Ihnen sind diejenigen, die daran glauben, und unter Ihnen sind diejenigen, die nicht daran glauben, werden Sie sich nicht der Vernunft bedienen. Das würde ich mal sagen, das wird sicher ein böses Ende geben. Das Wissen tut den Menschen nicht Unrecht, aber die Menschen, denen es an Weisheit fehlt, tun sich selbst Unrecht an. Für sie ist ein kurzes Vergnügen in Atlantis, dann werden wir sehen, wie ihre Ende war. Ui. Okay. Die Menschen, die Wissen haben, aber kein Unrecht. Aber die Menschen, die keinem Wissen, also Weisheit fehlt, die haben natürlich Unrecht. Ist ja selbstverständlich. Der Tempel muss wieder aufgebaut werden. Bin voll dafür. So, wo war ich? Hier. Zweite Schriftrolle, Diener des Königs. Atlantis is in turmoil. The tremors are growing in severity with every passing day, and we have already lost a district to the oceans. Our king has at last heeded the calls of the oracles, and a new temple shall be built. But will it be in vain? We have abandoned the old temple for such a long time, and now it lies in ruins. I have been sent to the district of Credolis to aid in the construction of the new temple. But as I sit in the library writing this, I can feel the tremors rising in strength. I do not believe we will complete the temple in time. Why have the Ascended Masters abandoned us? Not all are to blame for what the people of Atlantis have done. I only wish the district of Credolis to be spared. Gut. Aber Diener des Königs, er hat doch einen Namen. Oder etwa nicht. Vielleicht heißt er einfach Diener des Königs, mehr nicht. Wer weiß. Atlantis ist in Aufruhr. Die beiden werden von Tag zu Tag heftiger und wir haben bereits einen Bezug an die Ozeane verloren. Unser König hat endlich auf die Rufe der Orakel gehört und ein neuer Tempel soll gebaut werden. Ja, immer. Immer. Sobald es wirklich fast nicht mehr geht, zack, neuer Tempel wurde gebaut. Aber wird es vergeblich sein? Wir haben den alten Tempel so lang im Stich gelassen und nun liegt er in Trümmer. Ich wurde Ihnen den Bezirk von Credolis geschickt, um beim Bau des neuen Tempels zu helfen. Doch während ich in der Bibliothek sitze und diese Zeile schreibe, spüre ich, wie die Beben immer stärker werden. Ich glaube nicht, dass wir den Tempel rechtzeitig fertigstellen werden. Bis jetzt, wenn man hier sei, seit ich hier bin, gibt es kein einziges Erdbeben. Nochmal bei Alex. Mehr nicht. Ja. Warum haben uns die aufgestiegenen Meister im Stich gelassen? Nicht alle sind schuld an dem, was das Volk von Atlantis getan hat. Ich wünsche wir nur,
dass der Bezirk von Kredotelis verschont bleibt. Unterzeichnet von Tina des Königs. Ja. Und ich hab's gesehen, ich hab doch noch einen Schlüssel dabei. Echt schön in dieser Bibliothek. Schön. Sitzfläche. Da muss einfach noch hier noch ausgebaut werden. Okay, jetzt frage mich, ist der dieser Schlüssel für das da hier? Ja. Wow. Schauen wir, was im Anmerkung steht. Kontrollierte Heuristik. Was für I ein. was assigned to figure out how to open the pedestal in the library, and it took longer than I thought. At the end of the day, I realized that some piece was missing, so I told the overseers that I needed more time. They got agitated and had the scientists design a device that could force the pedestal to open. The same thing happened when it took too long to lower the stone slab at the entrance of the hub. If they're going to brute force every enigma, why even recruit a heuristic scientist? I thought that I'd be able to explore and research the findings on this island, but my work is constantly being disrupted by the overseers. We've finally discovered Atlantis and all of its wonders, but the Institute only wants to enter the lighthouse as fast as possible. What could be in there that they want so much? Also von Norea aus Heuristik Wissenschaftlerin. Okay. Ich kann zwar schon Englisch, aber nicht so wie ein Profi. Und sicher gibt's ein oder andere auch, die auch wenig Englisch oder gering. Darum ließ ich auch noch hier durch. Und zum zweiten Effekt, so kann ich auch, ja, besser auch Deutsch lernen, sagen wir so. Ich sollte herausfinden, wie man den Socker in der Bibliothek öffnen kann. Und es dauert länger, als ich gedacht hatte. Am Ende des Tages stellte ich fest, dass ein Teil fehlt. Also sag ich den Aufsehern, dass ich mehr Zeit brauchte. Sie wurde unruhig und ließ die Wissenschaftler eine Vorrichtung entwerfen. Mit der sich der Sockel mit Gewalt öffnen ließ. Das gleiche passiert, als es zu lang dauerte. Die Steinplatte am Eingang der Narbe abzusenken, wenn sie jedes Rätsel mit brechialer Gewalt lösen wollen, wozu denn überhaupt eine Heuristikwissenschaftler einstellen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Für was Gewalt einsetzen, wenn der Spezialist da ist? Ich dachte, ich könnte die Funde auf dieser Insel erforschen und untersuchen, aber meine Arbeit wird ständig von den Aussehen gestört. Ja, immer, immer. Immer kommt jemand und stört einfach bei der Arbeit. Immer. Wir haben endlich Atlantis mit all seinen Wundern entdeckt, aber das Institut will nur so schnell wie möglich in den Leuchtturm. Was könnte dort drin sein? Was so sehr wollen? Hey, nein. Schnell, schnell. Es geht nicht schnell. Und ja, es fehlt hier irgendwas. Das kann ich nicht bücken. Da fehlt irgendwas.
aber es ist nicht hier drin. Nein, es ist sicher nicht hier drin. Es ist irgendwo draußen und ich brauche natürlich einen Schlüssel dafür. Dann gehen wir auf die Suche. Also ich will nur auf die Leuchtturm und schöne Aussicht genießen. Aber etwas fehlt ja noch. Ein Liegestuhl, Sonnenschirm, etwas Kühle zum Trinken und Musik. Ja. Boah, das war Weltklasse, wenn das so ist. Nein, ich hab's gefunden. Das ist Batterie von dem letzten Folge, habe ich einfach genommen und ich habe sogar gehofft, bitte, dass das Tor nicht schließt und es hat nicht geschlossen. Und ja, es hat aber nicht diese Schlüssel. Nice. Schlüssel. Das sollte man ölen. Irgendwann. Das da hier ließ ich etwas weiter weg. Da können wir nicht diese Wassermühle. Ja, wenn ihr nicht gesehen habt. Letzte Folge. Knowledge. Wisdom. In that there is no doubt. That which is above is of that which is below, and that which is below is of that which is above, working the miracles of one as all things were from one. Its father was the sun, and its mother the moon. Atlantis carried it, and the ascended masters nourished it, as earth which shall become water. Feed the ocean of that which is corrupt. With the greatest power it descends from earth to the depths and becomes ruler over that which is above and that which is below. Exalted is Agartha. Das hat irgendetwas mit Weisheit geklungen. Ich weiß nicht warum. Wissen, Weisheit. Daran gibt es keinen Zweifel. Das, was oben ist, ist von dem, was unten ist. Und das, was unten ist, ist von dem, was oben ist. Und wirkt die Wunder des einen, so wie alle Dinge von einem waren. Sein Vater war die Sonne und seine Mutter der Mond. Atlantis trug es. Und die aufgestiegene Meister nährten es. Als Erde, die zum Wasser werden soll, nährte den Ozean von dem, was verdorben ist. Mit der größten Macht steigt es von der Erde in die Tiefe hinab und wird Herrscher über das, was oben und was unten ist. Erhabene ist Agartha vom Hermes. Wie oben, so unten. Recall, people of Credulous, when we saved you from the Society of Atlantis, who were afflicting you with their corruption, and when the people of Credulous were protected at the appointed time, they spoke and said, Ascended Masters, guide us so that we may not repeat the same mistakes. And we said, You will repeat them, but behold the Emerald Tablet. If it should remain in place, then perhaps you will not repeat them. And we wrote for them on the tablet
instruction and explanation for all things, saying, take them with determination and order your people to take the best of it. Remember the home of the corruptors which lie on the ocean floor. Know this, that which is above is like to that which is below, and that which is below is like to that which is above. May this temple be a reminder. Okay. Erinnert euch, Leute von Kretolis, als wir euch vor der Gesellschaft von Atlantis gerettet haben, die euch mit ihrer Verderbnis heimsuchte. Ja, das steht sogar am Anfang. Da war es gar nicht drauf, steht keine Ahnung mehr. Ist zur Zeit eine Woche her. Also, weiter geht's. Und als das Volk von Kretolis zur festgesetzten Zeit beschützt wurde, sprachen sie und sagten, aufgestiegenen Meister, leitet uns, damit wir nicht dieselbe Fehler wiederholen. Und wir sagten, ihr werdet sie wiederholen, aber seht euch die Smaragdtafel an, wenn sie an ihrem Platz bleibt, dann werdet ihr sie vielleicht nicht wiederholen. Jetzt bin ich neugierig. Was passiert, wenn man diese Smaragdtafel aus Versehen rausnimmt? Was wird auch? Das nehme ich jetzt. Da bin ich neugierig. Was wird auch passieren? Und wir schrieben für sie auf die Tafel Hinweisung und Erklärung für alle Dinge und sagte, nimm sie mit Entschlossenheit und befiehl deinem Volk, das Beste rauszumachen. Denkt an die Heimat der Verderbener, die auf dem Meeresgrund liegt. Wisse dies, das was oben ist, ist wie das was unten ist und das, was unten ist, ist wie das, was oben ist. Wow. Mögen diese Tempel eine Mahnung sein. Okay, wieder vom Hermes. So. Was wurde jetzt passiert? Ah, Blick aufs Leuchtturm. Aber wieso brennt das? Das will ich gar nicht wissen. Da brauche ich zwei Generator für die Tür öffnen. Batterie. Aschenbecher. Ein Arsch. Wow. Wenn hier jetzt irgendwas mich erschreckt, dann. Hallo? Ach so, hier kommen wir auf diese Seite. Ha. Witzig. Jo. Ich will gerne wissen, was hier drin ist. Klopf, klopf. Alter, davon. Junge. Ey, das kommt unerwartet. Das kommt wirklich unerwartet. Alter, ich klopfe zweimal, tak, tak, da hat ein paar Sekunden still und auch Pang.
Ist irgendwie lustig. Jetzt geht's. Ganze Welt geklappt. Meine Füße ist jetzt nass geworden. Wobei, mein Unterkörper ist nicht da. Will ich's wissen? Ja, ich will's wissen. Nochmal. Quatsch. Ah. Aber da brauche ich dafür einen Schlüssel. Da brauche ich dafür einen Schlüssel. Licht und Dunkelheit. Und weitere Schriftrolle. This realm is bound by duality. Not equal are the blind and the seeing, the darkness and the light, nor the shade and heat. Among the signs is a sun, a blazing light upon this realm. Had you been present in the realm of Agatha, you would have witnessed our sun, a warm, dim, radiating light. Eternal is its heat as well as its shade. Lest it cease, and if it should cease, surely you would stagnate. Indeed, those who spend out of this knowledge that was provided for them can expect a transaction that will never dissatisfy. In it is wisdom for the knowing. Ah, vom Ra jetzt mal wieder etwas. Dieser Reich ist durch die Dualität gebunden. Nicht gleich sind die Blinden und die Sehenden, die Dunkelheit und das Licht, noch der Schatten und die Hitze. Zu den Zeichen gehört die Sonne, ein strahlendes Licht in dieser Reich. Wärst du im Reich Agartha anwesend gewesen, das hat sich irgendwie gereimt, hättest du unsere Sonne als warmes, schwaches, strahlendes Licht angesehen. Ihre Wärme ist ewig, ebenso wie ihr Schatten. Damit sie nicht erlischt, und wenn sie erlischt, wurdet ihr sicherlich statt die Wörter hier stagnieren. Ich hoffe, es hat sich richtig ausgesprochen. In der Tat können diejenigen, die aus diesem Wissen, das ihnen zur Verfügung gestellt wurde, ausgeben, ein Geschäft erwartet, das niemals unzufrieden machen wird. Dann ist die Weisheit für die Wissenden. Vom Bra. Ja. Wenn das Video nicht so lang wird, würde ich mal sagen, ich beende mal in dieser
Stelle. Und ich sage mal, ich fliege natürlich durch die Theresa-Game weiter. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschö, Mitte.